aktualisieren. Hallo Trucker, schön, dass ihr wieder einschaltet. Ja, so schnell ist es, ne? Schon wieder Mittwoch. Und Trucks und Logistik am Start mit Bibabino und Deichsel. Hallöchen, ihr drei. Hallöchen. Hallo. Ja. Ja. Beim letzten Mal habe ich ja, glaube ich, angefangen mit Strecke aussuchen. Ja, wer zuletzt kommt, mal zuerst. Ah ja, stimmt. Deichsel, du bist dran. Ja, toll. Dein einmal tanken fahren. Ein paar Zählen statt der Tanken fährst. Ja, wenn wir hier gerade da sind, dann können wir gleich tanken fahren. Mal gucken, muss ich noch was nachtanken? Sicher ist sicher. Nö. Fangen wir heute mal mit der Baustelle an. Geht's rein? Mit der Baustelle? Mit Baustelle. Weißt du, wo ist verkehrte Auto? Ja. Dann muss der Farmer rüber zum. Nö, alles gut. Du suchst aus. Ups, ich stehe hier drin. Bei mir ist da gar kein Auftrag. Bin ja noch gar nicht da. Ich muss mal eben den Sound ändern. Ja. Zurückgegrüßt. Ist bei euch hier ein Punkt? Ja, ich stehe da drauf. Okay. Hallo Wiesi. Hey, meine süße Maus. Hallöchen, Wiesi. Seid ihr alle da? Ja. 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 Biene, Biber. Ah, okay. Deichsel hat auch mir einen Antrag geschickt auf Mitfahren. Ich dachte, ich habe dir einen Antrag gestellt. Ja. Oh, fängt ja schon gut an hier. 11.7. Noch beschissener kann man sich nicht hinstellen hier. 11.7, 11.9. Ja, mach mal 11.9. Dann kriegen wir heute dat, die Kohle zusammen. Was machen die denn hier mit mir? Gar nichts. So eine Scheiße, wie sie denn immer den Anhänger. Biene so. Gerade noch ausgebessert. Ja. Ich habe meinen Hänger schon dran. Ja. Ah. Ui. Biene, da licht ich den Mischer. Bitte? Du bringst das Licht und ich bringe den Mischer mit. Ja. Das war ein Schuss in den Ofen. Kaboom. Ja. Ich habe die Steine sonst wohin geschmissen, aber nicht in den Anhänger. Und wir warten und warten und warten und warten. Ja. Muss sich ja lohnen. Wie viele Murmeln hast du denn schon in den Hänger getan? Das wären gerade 4 gewesen, wenn die nicht daneben gefallen wären. Ja. So, jetzt habe ich 4 drin. Ich hoffe ja, dass wir irgendwann mal wieder was mit Dirk zusammen machen können, ne? Ja. Das wäre auch immer wieder cool. Ja.
Also die sind nur, die Spiele, die sind ja wirklich, also, naja. Habt ihr schon gesehen, oder? Ja, ja. Wer ist denn? Ja, die habe ich doch reingeschickt gehabt in die Gruppe. Ach so, okay, die Spiele meinst du. Ja, die sind wirklich finden. Ah. Ja. Ich sag mal so, ich werde sie mir alle in die in meine Bücherei tun. Das sind schon drinne bei mir, aber trotzdem natürlich. Eine Nightmare vielleicht, aber das ist alles bloß Einzelspielmodus. Ja, leider. Deswegen haben wir ja auch am Montag was anderes vor. Und Mr. Too Late versucht auch dabei zu sein. Ja. Für mich und ihn ist es dann zwar kein angezockt in der Hinsicht, aber für euch zwei, also denke ich mal, werden wir uns schon unseren Spaß haben. No. Ich bin da Anfänger, ich muss mich jetzt reinfixen. Ja, alles gut. Das kriegen wir hin. Wird schon. Na, habe ich bei euch auch so schön Männchen gemacht? Ja. Sehr gut. Jetzt sind Knochen dafür. Ja, genau, ein Leckerli. Ja. Ein Leckerli, ah, ja. Jetzt mag ich das sogar mit den Hintern schon. Ja. Er freut sich aber mit mir. Er freut sich, ja. Die Lichter gehen an. Yay. 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 Geht der Schwarf in die Höhe? Ach so, sie vorne sein. Schweif, habe ich gesagt, nicht schon. Ach so. So, ja, das Stream ist zu Ende. Kenny ist fertig mit einladen. Nein, nein, noch nicht. Feierabend. Feierabend. War schön. Ja. Schön, dass ihr alle zugeschaltet habt. Nein, ein Stein ist mir gerade daneben gefallen, verdammt mich. Also ich lade heute keinen Stein, sonst kriege ich Odin. Der Schokomott. Du bist ein Mob, Morgan. Ja. Wenn er sagt, jede Tour macht, dann schaffen wir heute vier. Ach, Mensch. Wenn ich das mache, dann sind wir gleich fertig. Zum Streamen. Hast du überhaupt schon mal Steine geladen? Einmal, aber das war offline. Allein, da war ich alleine. Und auf dem Kleinhänger, ne? Ja. Haben wir sogar nur für die Trophäe habe ich das gemacht. Ich könnte ja jetzt sagen, wenn Wien jetzt Steine auflädt, können wir nächste Woche Mittwoch fahren, aber. Ja. Wird zu hart, nein, dann nicht. Seien Sie ruhig da auf die billigen Plätze. So. Wer war als vorletztes drin gewesen? Ich. Biene. Also müsste Biene hinter mir fahren. Können wir? Jupp. Müsste nicht, ne? Können. Müsste nicht. Ja, ich bin der Letzte, der fertig ist, also fahre ich auch als Letzter. Abwart einer von euch. Ja, Biene ist dran. Wow. Der PKW. Nein, nicht PKW. Ich war eigentlich Erster auf der Map. Du warst das ja, Erste? Ja, gut. Ja, klar, er macht ja immer die Map auf. Ach so, okay. Da habe ich keinen Auffall. Weil an einer Konsole können wir die ja nicht benennen. Mhm. Ja. Ach so, ja, verstehe. Ja. Ich bin heute gefragt worden, ob wir denn wieder die Jump-Ausfahrt nehmen und dann springen, habe ich gesagt, wenn wir ins Vergnügen kommen, da rumzufahren, klar, warum nicht? Mit entsprechender Tour. Ja. Hat er gesagt, ja, alles klar, dann freue ich mich drauf, fliegende Fahrzeuge zu sehen. Oh. Jupp. Könnte ich mir jetzt denken. Die fliegende Fracht. Oder das, ja. Ich sag mal, Prösterkin, werden wir hier gemütlich durch die Stadt fahren. Prost! Oh. Ach nee, oh, das war ja wieder das verkehrte Blinken. Nimm deinen Anhänger mit. Nein, der ist dran. Noch. Nee, weil ich jetzt auf 1 gedrückt habe. Ach, hier ist die erste Springausfahrt.
Hier ist der Springausbau. Okay. Also müssen wir da rein wieder zurück. Ja. Also Biene, weißt du Bescheid. Womit? Ja. Gut, dass du gehört hast. Dass wir gleich wieder hierhin zurückfahren. Ah, so, ja. Damit wir springen können. Ja. Gibt es denn keine andere Ausfahrt mit so einer Möglichkeit? Keine weitere gesehen. Bis jetzt noch nicht, ne? Es gibt zwar andere, ja, aber die sind nicht so schön. Das ist eigentlich die schönste. Musst du meine Sitzeinstellung dann umändern? Kannst du kaum über das Lenkrad gucken? Beschissen. Es gibt Fahrzeuge, da musst du die Sitzpositionen ändern. Da kannst du nicht immer die gleiche nutzen, wie bei LKWs. Ja, ich fahre 80. Gut. Ich jetzt auch und beschleunige noch auf 90. So ein Witz mit dem Hotel heute, ne? Was eingestürzt ist. Ist es ja, eingestürzt? Andernfalls. Ich habe nur was davon mitbekommen, dass das Dach irgendwie eingestürzt ist. Ja, das kann über Tode. Ja, ich weiß was von einem. Drei inzwischen. Wow. Drei schon, ja. Deichsel kann es auf 90 gehen. Aber wenigstens Baby gerettet. Ups, Achtung, ich hab gebremst, aus Versehen. Ich hab's gemerkt. Vor allen Dingen in der Nacht ist es eingestürzt. Das ist ja böse. Darf doch mal nicht passieren, sowas. Aber ich hab noch nicht mitbekommen, warum. Das müssen sie erst mal rausfinden. Okay, nee, hätte ja sein können, dass ihr im Laufe des Tages was mitbekommen habt. Das ist auch so nichts. Weil ich habe heute Morgen um 8 davon was mitbekommen, beziehungsweise um 6 und hat was. Deichsel, ne? Ja, der schaltet gerade. Ja, ja, ich bin auch bei 40, also alles gut. Neuankömmlinge. Sehr schön. Einer. Also im 17. Jahrhundert stand das Haus und waren gerade Bauarbeiten. Okay. Ja. Geht es bestimmt auf die Bauarbeiter. Abwarten, weil das war ja in der Nacht. Also so blind würde ich sagen, da können die nicht zwangsläufig was für. Nee. Aber du weißt doch, wie es dann immer ausgelegt wird. Oh, wir sind nicht zu fünft. Ja, ja. Haben wir gerade schon gesagt, ein Neuankömmling. Der steht hier. Oh, der fährt hinter dir her. Der hat eben da gestanden. Ja. Vielleicht will er sich unserem Konvoi anschließen. Mal gucken, ob er antwortet. Bei mir sieht das so aus, als ob ihr hintereinander wegfahrt. Ja, da sind wir. Oh, der hat mich voll weggerannt, das Arschloch. Na, du weißt nicht, ob es mit Absicht war. Ja klar, war das mit Absicht.
Ey, jetzt geht die Scheiße wieder los mit solchen Arschlöchern, du. Boah, bleib locker, Deichsel. Gab es nicht irgendwie die Möglichkeit, eine Kollision mit irgendwelchen Spielern abzuschalten? Gibt's. Ich sag mal so, Deichsel, bei mir seid ihr auch heute ordentlich am Rucken. Warum immer bei mir solche Idioten? Genau, bis jetzt. Soft Dark oder was? Laufst du nicht mehr hoch? Jetzt kommen wir nicht mehr als 21, ganz langsam. Deichsel, warte oben an der Werkstatt. Ja, mach ich. Jetzt schneller. Was ist da los? Biene will ja den Alien-Sitz einstellen noch. Ja, nicht jetzt. Ich hab dich angeschoben gerade. Ah, danke. Jetzt geht's wieder. Mensch, verpiss dich! Wow! Deichsel ist gerade von der Kurve, in die ich jetzt einfahre, zur Tankstelle bei mir gesprungen. Geht schon. Ich stehe hier. Ja? Ja, bei mir hast du das Stück hier, bist du gar nicht gefahren. Sondern bist gerade teleportiert, so von der Kurve in die Tanke rein. Was will der nur hier? Er will mitfahren. Probleme mit der Lenkung. Was fährt er denn für ein Fahrzeug? Warum fährt er jetzt hier in der Kurve an mir vorbei, der Wichser? Diesen Mustang-Verschnitt oder was soll das darstellen? Okay. Piss dich. Da versucht's immer wieder. Also normalerweise dürfte der LKW sich da gar nicht von beeindrucken lassen. Ja, der hat mich vor uns gegen die Wand gedrückt und da hat's mich ausgehebelt. Da probiere ich nächstes Mal mit meinem Auto auch beim LKW. Wenn das funktioniert, dann... Es kommt drauf an, ist der LKW voll leer? Und in welchem Winkel, bei welcher Geschwindigkeit triffst du? Ja. Oh, wir fahren am Wasserfall vorbei. Oh, Biene, warst du schon auf Toilette? Ja, ja. Gut. Ey, schöne Wetter! Ey, das kann nicht wahr sein, was soll denn das hier nur? Das darf doch nicht wahr sein! Ah, jetzt verpisst er sich! Kriegt doch frontal eine mit. Seid ihr da? Ja. Er könnte sich ja wenigstens entschuldigen. Das macht er doch mit Absicht schon dreimal jetzt bei mir. Zur Not wird er jetzt. Danke. Alles klar. Sollen wir ihn rausschmeißen? Ja, schmeiß ihn bitte. Raus. Schmeiß ihn. Dann einmal Start drücken. Ja, wer? Ihr alle. Spielerliste. Ja. Und dann geht ihr auf den drauf. Und unten steht... Was? Wo ist denn Spielerliste? Wenn du Start drückst, ist das bei mir das dritte von oben. Spieler melden. Na, blockieren? Ich hab nichts mit Spieler. Ja, blockieren. Blockieren? Nee, was muss ich denn hier drücken? Biber, wenn du auf die Karte gehst. Guck, bist du bei mir im Stream? Nee. Mach mal. Mach Deichsel mal eben. Den habe ich nämlich im Bild. Also, dann muss Deichsel das machen. Ich bin drin, ja, aber ich kann. Nein, du musst ihm die Schritte zeigen. Weil ich hab das hier nicht. Ich meine nämlich auch, das mal gehabt zu haben. Spielerliste? Ja, habe ich nicht.
Hast du nicht. Ich habe Mission neu starten, eine Kommission abbrechen, Fahrzeug ändern, Optionensteuerung, Controller kann ich Belegung erhalten. den jetzt rausnehmen? Das ist es. Das. Du kannst die Kollision mit ihm ausschalten. Dass du da X drückst. X. Ja. Das ist rot. Genau, dann ist das Auto rot, dann sollte es passen. Ich hänge dran fest. Ja, ich sehe es. Sollte er jetzt nicht mehr, sollte es nicht mehr gehen. Bei mir ist er weg, ich habe ihn blockiert. Du siehst ihn auch nicht mehr? Nein. Toll, der fährt vor dir. Ja, der ist direkt hinter mir. Blockieren. Da hast du drei, da hast Dreieck drücken müssen. Ja, jetzt fahr erstmal rüber. Gedrückt halten. Nein, einfach nur Dreieck drücken. Hat ja vorhin so gehabt. Das scheiß Ding. Ich muss da hin. Wenn er wenigstens in einem der Chats was schreiben würde, dass wir wüssten, dass er dabei ist, ne? Dann wäre ja nochmal was anderes. Jetzt habe ich ihn blockiert. Jetzt ist er weg. Super, super. So gehört es. Wieso kann ich das nicht? Wenn du PC spielst. Ja, aber ich habe das doch auch mal gehabt. Weil du PC spielst. Oder weil ich das Spiel erstellt habe, vielleicht. Nein, nein, ja, ich, als ich das gemacht habe, konnte ich das ja auch. Ich glaube, das ist seit dem Update. Ich habe das nämlich auch mal und da konnte ich da auch was einstellen, da hatte ich auch die Liste. So. Biene. Genau. Moment. Ah, hallöchen Laui, schön, dass du da bist. What the... Ich habe tatsächlich knapp einen halben Tank verbraucht bei der Fahrt jetzt. Okay. Ah ne, ich hatte ja vorhin gar nicht vollgetankt, das war ja mit dem anderen LKW. Biene? Ja, ich muss meinen Sitz verstellen. Ach so. Also nicht in sie reinstellen, das wäre gemein. Du Kenny, kaum war ich zu Hause, musste ich mich so circa anderthalb Stunden hinlegen. Irgendwie komisch. Nein, das ist das Wetter. Und Laui, du kommst so langsam in das Alter, wo das normal ist. Ich mache das schon seit ein paar Jährchen, so meinen Mittagsschlaf. Ich habe vorhin auch Dreiviertelstündchen, sowas gedöst. Grobe Worte, ob's geklappt hat. Ja. Oh, ist das vorher. Sag doch nicht so, was sagt er. Doch, sag ich. Ich will noch nicht in das Alter. Du, in das Alter ist man, in dem Alter ist man ab 35. So mit Mittagsschläfchen halten. Bino, wir stehen alle da, ne? Sobald du den hast. Ist der Typ noch da? Ja. Ja, das siehst du ja anhand der Spielerzahl.
ein kurzer Auftrag. Nicht wieder schippen. Oh, jetzt habe ich einen scheiß Sternauftrag. Okay. Was hast du? Ja, so einen kleinen. Mit 6 Kilometern. Ein Steinauftrag hat Biene. Ah, okay. Dann habe ich ja Zeit, den richtigen rauszusuchen. 7, 5. Aber das eben wäre wieder. Ich habe geredet. Ja. Ja. Aber das kriegst du hin, Biene. 7, 5. Ne, mache ich hier 7, 3. So. Mach denn der? Ja, mit 49 kann man ja damit ruhig anfangen mit dem Mittagsschläfchen. Ist ja nichts Schlimmes. Wisst ihr, was mir gerade auffällt? Mhm. Das ist der erste Fremde, den wir ausblenden. Ja. Also welche Zukunft dürfen wir machen? Ich habe übrigens rausgefunden, ich muss die Tab-Taste drücken, dann kriege ich Spielliste. Ah. Was ist denn jetzt so raus? Ja, ich sehe nur den Anhänger, den er gerade auf mitgenommen hat. Ich sehe ja nur so einen Anhänger ohne Räder und ohne das Zugfahrzeug. Okay. Und der steht neben mir. Oh, fuck. Was denn? Ich habe Steine unter den Anhänger geworfen, statt in den Anhänger. Halb so wild, die spawnen gleich wieder neu. Bei mir ging ja vorhin auch die erste Schaufel voll daneben. Biene, es ist zu warm. Ja, Fernseher läuft. Dykesville, Beaver. Ach ja, der Anhänger, der da steht. Ohne Räder. Siehst du den auch, wa? Ja, ja. Er fährt gerade rückwärts. Ja. Was? Wo? Der fährt jetzt Richtung zu dir. Wo, Dykesville? So, jetzt fährst du da durch. Biene. So. Du kannst dich ja schon mal hinter mir anstellen. Siehst du den nicht, Kenny? Doch, ich sehe da einen Anhänger. Ah. Der so mehr oder weniger zwischen uns steht. Ist das jetzt ein Geisterfahrer? Geister! Anhänger! Ja. Fahrer. Ja, der Anhänger ist da, aber der Fahrer nicht. Der ist der Geist. Geisterauto. Geisterauto. Das ist so scheiße. Also, Laui, ne? Mein Gott, das buggt jetzt das hier. Statt Pizza Vollkornbrot ist doch schon mal scheiße. Gar nicht verkehrt. Makaronis oder was soll das heißen? Du schaffst das schon, Biene. Ja. Wollen wir diesen Spieler den Administratoren melden? Nein. Nein, gut. Noch nicht. Sei froh, dass du kein LKW laden musst, Biene. Ja. Ah, ja, nee. Sagte sie und verklickte sich. Ja, da ist nur dieser Anhänger und dieses scheiß Ding da. Ja, das ist okay, nicht zum Transportieren. Ja. Na, wie viele Steine hast du noch und brauchst du noch? Einen noch. Ja, dann hol ihn dir. Fass! Fass! Auf! Upp. Ach ja.
Wow, einen habe ich gesagt, ich krieg fünf. Ja, ist doch was. Da hast du den einen auf alle Fälle drin. Ich hoffe. Ja. Ja, ein bisschen mehr geht auch. Ja, halb so wild. Sehr schön. Nur 6 Kilometer entfernt. Das ist eine kurze Strecke. Von da oben nach da. Boah. Ja. Oh, der ist weg. Jetzt ist er weg. Nein, ist nicht weg. Ist nicht weg. So, Biene, dann fahr vor. Meine Fracht ist von dir. Er fährt gerade durch mich durch. Das sieht so krass aus. Dieser fliegende Anhänger. Ohne Räder. Ja, deswegen sage ich ja, der fliegende Anhänger. Den durchfahren, dann müsste der ja aber Kollision haben, oder? Glaube ich nicht. Ah, gemütliche 60. Ach, ich habe schon wieder Kenny gefunden. Ja. Warum beeilst du dich hier so? Ich fasse es. Ich dachte, du warst schon auf Toilette. Eh, aber das. Das bewirkt, obwohl ich leer bin. Ja. Deichsel ist vorher extra langsam gefahren. Nein. Doch? Nein. Absichtlich. Ich hab nur auf euch gewartet. Mhm. Ab dann mit dem Fluss. Wie treibt man einen Spieler zur Verzweiflung? Einfach so tun, als würde es ihn nicht geben. Puh. Gerade so die Kurve gekriegt mit 60. Oh. Ich bin nicht da. Genau. Hinein in die Stadt. Oh. Das hatte ich gerade überlegt, mal kurz auf die Karte zu gucken und dann fiel mir ein, wenn ich das jetzt mache, weiß ich schon mal, wer schimpft. Alter, jetzt haben wir gedacht, mein Anhänger rollt neben mir vorbei, da weil ist es der. Da ist nur ein Anhänger vorbeigerollt. Sieht gut aus, ne? Cool aus. Ja, Gästefahrer, super. Kann man so machen. Mhm. Oh, wie geht's Ihnen? Gut, super. Nicht ausweichen. Bitte mal rammen. Ich bin gerade schon bei dem ersten Kreisverkehr durch ihn durchgefahren, weil er ist rechts rumgefahren und ich bin einfach halt wie eine Kurve gefahren. Und dann ja, stand der fliegende Anhänger zur Hälfte in mir. Oh. Er steht hier bei mir. Bei dir steht er. Ja, der Anhänger stand still. Jetzt ist er weg. Axel hat's verstanden. Jupp. Da war die Schnauze. Er hat bestimmt mitgekriegt, dass wir ausgeschalten haben. Mhm. Was mich nerven kann.
Ja, weil wir einfach durch ihn durchgefahren sind. Ja. Jetzt ist andere da. Das ist ja nicht schlimm. Rechts rum. Wer vernünftig fährt, da haben wir ja kein Problem damit. Nö. Die Biene ist egal, ob die anderen hinterherkommen. Ach ja. Wir fahren ja LKW. Ne? Und ihr fahrt PKW. Deswegen. Komm, Mine, gib Gas. Deichsel, ich gehe jetzt runter, gleich nach der langen Kurve hier auf 40. Nur damit du Bescheid weißt und mir nicht drauf fährst. Oder? Ach, warte mal, das sind. Ja, geh mal auf 45. Okay, ich glaube, mit 50 kriegen wir die auch. Ja, klar. Ruhe. Ja, aber nicht mit 60. Nee, 60 nicht, aber 50 in Ruhe. Ja. So. Ich lese sofort, was ihr geschrieben habt, Leute. Hallo, mein Schatz, schön, dass du da bist. Deine Nachricht lese ich mir gleich durch. So. Auf 60 Tschüss, bin ich Biene. Wieder. Noch die Blumen. Oh, irgendwas macht ihr da vorne wieder Unsinn. Ja. Ich mach keinen Unsinn. Einfach verpassen. Da musst du nicht hin, wo du da gerade rumkurfst, aber egal. Nicht? Nein. Und nicht. Folge der roten Linie. Ach, Folge der roten Linie. So. Und rum um die Kurve. Hey Tarix, nein, schön, dass du reinschaust. Tarix ist wieder da. Oh, ja, Hallöchen. Der fliegende Anhänger. Wir haben ja direkt mal geklippt. Hallo, oh, du wunderbarer Mann meines Herzens. Na, dann musst du aber auch die anderen drei jetzt ganz lieb grüßen. Mein Schatz, wenn du so schon anfängst. Ich wusste nicht, dass du da auch hin musst. Sorry, Biene. Komm, Len. Tag an alle anderen. Oh, Tardix ist auch mit drin im Spiel. Ah, ja, dann kann er sich ja uns anschließen. Ja, der Typ ist irgendwo da drin. Hallo, hallo, hallo. So, 0% Frachtschaden. Ja, war ein Auto-Admin. Hey, Kitty, schön, dass du reinschaust. Guten Abend. Ja, hallöchen, Kitty. Hallöchen. Hallöchen. Da ist Tarix. Mal rumgucken. Wo hast du denn den anderen gesehen? Den sehen wir doch jetzt nicht mehr, weil wir den noch blockiert haben. Okay. Ja. Wenn du in die Spielerliste guckst, ist er immer noch da. Also, okay. Aber der Auto-Admin, was das eben war, das war der 7. Keine Ahnung. Biber, du bist dran. Genau. Ja, wir suchen einen anderen Platz. Folget mir. Okay. Folget mir. Tarix, du kannst gleich dann nach mir... Oder Biene. Oder nach dir. ...den Auftrag aussuchen. Ja. Ja. Ja, Biene hat ja gerade den Auftrag hierhin ausgesucht. Ja. Deichsel, kommst du? Bin schon unterwegs.
getrunken habe ich. Schatz, lass dein WhatsApp lieber erstmal zu. Ah ja. Ah, er macht Begleitfahrzeug, Tarix. Hey Bambi, schön, dass du reinschaust. Kommt ihr auch mal? Ja, ja. Diese Mogler hier. Beamen kann ich mich auch. Dip. What's ai, 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 ai. 466 Meter, der ist gut. Nein. Hast du schon ausgesucht? Nein, noch nicht. Scheiße, ich bin gerade wieder rausgekommen. Selber schuld. Wempi hat ein Abo dagelassen. Nein, ich dachte, Biber, hast du schon ausgesucht gehabt? Nein. Gut, boah. Wempi hat ein Abo dagelassen. Und zwar für den vierten Monat. Dankeschön, mein Schatz. Und es werden noch viel weitere Monate folgen. Ja. Was ist? Er braucht keine Aufträge machen. Er hat zu viel Geld. Ach. Ja. Dann weiß er wenigstens, wo es hingeht. Seid ihr alle da? Jupp. Ja. Ja. Richtig. Alles okay. Klar, schön, dass du jetzt hast. Glückwunsch. Ja, das sieht doch gut aus. Hä? Jo, andere Fahrzeuge nehmen. Alle Fahrzeuge. So, schauen wir mal. 5,6 also, Kilometer. Er macht mit, aber er will keine Aufträge aussuchen. Ach so, okay, ja, gut. Ist ja auch in Ordnung. Ja. Muss er ja nicht. Okay. Ich weiß noch nicht, was ich fahren soll. Ach komm. Mach ich das? Ja, mach ich das. Bibararar. Was? Warum? Weil sie es kann. Hallo, Wempi. Ja. So. Wo muss man denn lang? Wo muss man denn lang? Ah, so. Kenny hinter Biber. Yep. Ja. Lustigerweise zeigt er mir jetzt die Route ab da, wo wir vorhin waren. Wo wir raus, gerade... rechts rum. Ja, aber die Route startet bei mir an dem Punkt, wo wir gerade ja, abgeladen haben. Das sind so Kleinigkeiten. Nein, ich muss links rum. Rechts? Warte, ich guck nochmal. Rechts? So toller Umweg dann. Okay, ja. Dann fahr links. Bei mir hat er gerade rechts gezeigt. Alle da? Ja. Gut. Ab geht die Post. Ab geht die Party und die Party geht ab. Nein, die Post, keine Party. Post. Habt ihr übrigens gesehen, wo wir ungefähr hinfahren? Ja. Wir fahren in die verkehrte Richtung, ne? Wo wir so nebenbei. Ja, das war ja das, was ich gerade sagte. Ich dreh mal. Ja, ich auch. Kommst du auch zurück, Biber? Ah, ich muss hier nur zum Drehen finden. Wir sind hier ein Zaun, ey. Egal. Jetzt zeigt er mir die Richtung an. Ja. Sollen wir dann hier oben schon mal entlang fahren und du fährst die andere Richtung oder drehst du auch und kommst zu uns? Komme. Gut. Ah, ich schmelze. Schreibt Vampi.
Spiel weiß auch nicht, welcher Weg richtig ist. Da kommt Biber angedüst. Ihr wisst, was gleich kommt. Kurz vorm Ziel. Richtig. Yeah. Yeah. Dann kommen wir mit schönem Schwung an, kurz bevor wir da sind, in der letzten Kurve rutscht er dann weg und dann. Wie letzte Woche. Oh ja. Also Schatz, mach dich gleich bereit, um zu klippen. Kann lustig werden. Ich muss zwar immer noch gucken, wie ich das Ganze dann rauskriege, seitdem hey, das da... Da stehst du hier einfach rum, Kenny. Ja, ich fahre. Du hast zweimal jetzt gestanden bei mir. Ich fahre schön mit 60. Seitdem Twitch jetzt da mit den Clips was geändert hat, bin ich immer noch am gucken, wie ich das wieder hinkriege, so wie früher, die auf Insta hochzuladen, ey. Ich muss mal gucken, ob ich das Laptop hinkriege, aber ich weiß es aktuell noch nicht. Hui. Tempomat steht allerdings auf 60. Ine, bist du da? Ja. Schön genüsslich. Warum singt ihr nicht? Wempi fragt, warum wir nicht Jump singen. Kommt noch. Ja. Fahre geradeaus weiter. Passt. Sonst kommst du nicht auf die Auffahrt. Doch, krieg da hin. Ja. Muss er zweimal rechts fahren. Wer hält sich denn hier nicht an den Plan? Ja, jetzt gleich, mein Schatz. Jetzt gleich wird gesprungen. So, gib Gas, Biber. Ach, ist doch noch gar nicht. Ah ne, ist ja noch gar nicht. Genau, nach der Brücke kommen wir dann runter. Auf der Tankstelle vorbei. Guck doch mal auf die Karte. Oh, Vollbremse. Ja. Ja, da wechseln wir jetzt gleich erst noch die Autobahn. Und dann, ja. Ja, hoch, Tankstelle vorbei. Links, rechts, fertig. Na, wo bleibt ihr da hinten? Wir sind doch da. In ah, ja. Ja, im linken Außenspiegel sehe ich euch leider nicht. So, und im Innenspiegel, da habe ich ja den Gabelstapler, der das meiste Bild einnimmt. Deswegen habe ich da das Problem, dass ich, wenn du links fährst, dass ich das nicht sehe. Danke? Warum sagt Tariks Danke? Keine Ahnung. Verdrückt. Möglich. So, und jetzt Gas geben, Biber. Gas, 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 Gas. Was soll ich hier rechts mache? Längliche Pedal voll durchnageln. Was soll ich hier mache?
Und dann willst du springen, dann fährst du an der Schanze vorbei. Unfall! Ah. Ja, wie Kenny zum Beispiel. Mir hat's den Arsch rausgedreht. Oh, Hippie! Ich bleib hier stehen. Oh, genau in den LKW geflogen. Yippie! Ui! Und Tarix hat auch gedreht, scheinbar. Und Biene. Und Yippie! Ich bin auf dem Weg. Ja, danke. Oh, gut ausgelenkt. Du hast den LKW mitgerissen. Kenny und. Da lang. Yippie! Sag doch jetzt mal jemand. Und wo ist Tarix? Der müsste jetzt auch jeden Moment aufschlagen. Und. Und yay. Das war ja kurzer, das war ja. Das war so ein kurzer. Ja. Anne, ich dachte gerade Deichsel, sein Anhänger steht da hinten noch. Nö. Biene, du hast den LKW hier gegen geschoben. Ja, immer diese Abkürzungsfahrer hier. Nein, ich bin doch auf dem Dings geblieben. Auf dem Sand, ja. Wo müssen wir denn hin? Da rein. Yay, kein Schaden. Ich bezweifle es. Ne, ich hab keinen Schaden. Hä? Aber die Fracht. Nö. Nein, die Fracht ist ohne Schaden. Oh, mein Auto hat Schaden. Vorne. Vorderseite. Eingedrückt. Fracht. Ich habe auch eine Beule. Eine Beule. Null Prozent Frachtbeschädigung. Also der Balken für Beschädigung ist ein Dreiviertel voll, aber das Auto sieht ganz aus. Okay. So, Fahrzeug wechseln. Ich möchte gerne ein anderes Fahrzeug haben. Und zwar, ich meine, du bist es. Schöner Donut, ne? Zwei in ein. Ja. Bleib mal dabei. Ja. Ja, ist okay. Ist das falsche Fahrzeug? Okay. Ach ne, ich hab seit Heckantrieb, da geht er nicht. Jetzt wird's mir schwindelig. Euch muss Fahrzeug. Geben wir dem mal eben tanken. Und dann können die anderen gleich nachkommen. Ich hab's mit rückwärts gemacht. Jo. Nee, du hast ja Frontantrieb, ich hab Heckantrieb, dann geht das nicht. Ach so. Dann. Hoppala. Alle bekommen Flügel. Jo, Kenny, wo bist du jetzt hin? Axel, achte auf mein Fahrzeug. Ich guck gerade, wo ich hin will. Ich will nach da. Siehst du gar nicht, ne? Nee. Ich kann schön so rückwärts fahren. Kupplung treten, ersten Gang an Vollgas geben und dann Kupplung loslassen. Dann fährt er nur rückwärts und. Okay. Ja, ja. Der Biber. Nur Blödsinn im Kopf. So, dann kommt mal nach. Hab ja eben das Fahrzeug gewechselt. Wo ist er denn? Da kommt er noch auf dem Dach geflogen. Ich hab unten rein, ich hab's gesehen. Tarix ist schon da. Biene fährt. Deichsel ist da. Biber kommt da an. Biene? Ja, ich warte nur, bis ich keinen drauf hupf. Wow! Was ist denn das, hey? Wow! Hä, wieso bist du immer draußen, Kenny? Ich habe keine Ahnung. Ich wollte eigentlich nur das Ding wegmachen.
Und der hat mich auf einmal nach draußen gesetzt. Benni, hier ist deine Laterne, wo du drum rumgefahren bist. Ja. Tarix macht auch schöne Donuts. Du hättest hier reingemusst, Biene, durch die Schranke. Gut, dann gucke ich schon mal wegen einem Auftrag. So, was haben wir denn? Haben wir was schön langes? 5 Kilometer, 8 Kilometer. 8 Kilometer, das passt doch sehr schön. Ah, jetzt habe ich X gedrückt. Scheiße! Bin jetzt wieder weg. Alles klar, mein Schatz. Bis später. Oh. Ciao. Ich habe unversehentlich nicht X gedrückt. Okay. Habt ihr alle den schon angenommen? Ach, die Renate hat jetzt, okay. Bist du noch drinne, Biene? Ich nehme den von Bibernato. Genau. Dann passt das. Richtig. Okay. Immerhin. Den hat man lange nicht gehabt. Oh. Was auch cool wäre, wären so Wechselbrücken. Wo du einfach nur so eine Brücke auflädst. Ja. Da musst du fahren können mit dem Deichselanhänger. Boah. Da fahre ich im Moment auch mit rum. Bei ETs. Wow. Da flog gerade einer durchs Bild. Ja, alles klar, dann bis gleich dann. Hm? Tarix ist kurz mal raus. Jo. Ach, Deichsel. Deichsel ist derjenige, der hier für Chaos sorgt. Ich? Wieso? Ja, du bist bei mir hier gerade durch die Gegend geflogen. Biene macht hier Begleitfahrzeug. Ja, ich möchte keine Sterne laden. Was? Wieso Steine laden? Also was das immer war. Paletten. Mit so Paletten, ja. Ja. Biber, du weißt schon, ne? Du musst eigentlich nach ganz hinten. Hallo, Bosnostyle. Danke für den Follower. Er fragt, ob sich das Spiel lohnt zu kaufen. Ja, eigentlich schon, ne? Wenn du Leute hast, mit denen du zusammen spielen kannst, macht es Laune. Ja, auf jeden Fall. Alleine wird es irgendwann fad. Zusammen macht es schön, macht das Laune. Wir haben alle gute Laune. Aha. Was war das eben? Wir haben alle gute Laune. Jo. Solange uns hier keine anderen wegrammen. Genau. Jetzt habe ich Licht angemacht, da ist er verschwunden, Jan. Ja, kein Thema. Ey, wo ist denn mein Anhänger? Ach, da steht der Häuser wieder. Warum ist der gerade verschwunden, als ich Licht dann gemacht habe? Keine Ahnung. So, alle bereit? Kann ich losfahren? Nein, ich bin noch am Laden. Ach ja, da hinten sehen wir ihn. Jetzt hat er ihn schon mal drauf. Er hat ihn drauf, Leute. Er hat das drauf. Deichsel hat den Container auf dem Fahrzeug. Im Tank. Biene, mit dem Fahrzeug musst du eigentlich vorfahren. Ja, es gibt noch einen. Ja, der fährt hinterher. Der sichert nach hinten ab. Erwischt. Bin da, bin vorn. Achso, ja, ich bin ja hinter. Ich bin ja hinter. Kenn ich, ne? Ja. Ja. Deswegen fahre ich ja nur ganz langsam. Ich fahre hier mit 15 in etwa durch die Stadt. 15 bis 20. Kannst du Gas geben.
Okay. Biene, A. Du gibst das falsche Fahrzeug. Hä? Ohne Anhänger bist du fährst du, Kenny. Nur yep. So einfach. Genau. Drei Paletten, 7,5 Tonnen hab ich so auf der Zugmaschine drauf. Dieselprinz fährt da vorne. Wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Ja. Und wir sind zu 8. Ich wollte halt auch mal wieder den hier ausfahren. Ja, also, hatte ich eben so überlegt. Den mit Anhänger. Ja, aber der mit Anhänger hätte mir weniger Geld gebracht als so. Ja. Und deswegen habe ich gedacht, ja, dann fahre ich ihn doch solo. Tarek sagt wieder danke. Bleifuß-Indianer wieder vorne fahren. Hey, ich fahre das, was ich darf. Bin auf 90, nur dadurch, dass ich ja nur die Zugmaschine habe, bin ich schneller auf Geschwindigkeit als Deichsel. Vorbei. Der euch ausbrennt. Bitteschön. Dankeschön. Da kommt euch einer entgegen, Lichthupe. Ja, keine Lichthupe. Falltaste nach oben auf dem Controller. Ich kann nur Licht an- und Licht ausmachen. Ja. Ja, Deichsel, schön stehen bleiben. Ja, okay, das war. Das war ein Ruckler wegen neuer Spieler. Das war jetzt auch eine ganz neue Erfahrung. Hast du noch nicht gehabt, oder? Ja, hinten drauf fand ich es in Ordnung, aber nicht, dass ich dann plötzlich 100 Meter rückwärts nach hinten schieße. Das ist das, was ich letztens hatte. Das war ja vor uns, du kennst ja, wem er zweimal da stand und ich Vollbremsung gemacht habe, obwohl er gar nicht gestanden hat. Genau das gleiche wie eben bei dir und bei mir. Ich meine, du kannst doch nicht rückwärts fliegen, das geht doch nicht. Wie du siehst, es geht. Aber ich glaube, Tarek war auf der Gegenfahrbahn, sonst hätte ich den noch weggeschossen. Wow, gute Arbeit, sagt Deichsel. Nee, ich habe mich verdrückt. Ich bin noch gar nicht fertig. Ja. Mir nach, ich folge euch. Man soll den Tag nicht vor den Abend loben. Genau. Mal gucken, das ist nur, weil Biene kommt. Nicht hinter Deichsel gefahren ist. Wann uns einer entgegen? Wenn es irgendwo so einer ist, der hier uns rammen will? Nö, der fährt seinen eigenen Auftrag. Das habe ich gerade schon gesehen. Er hatte einen Anhänger dran. Der dreht gerade. Okay. Deichsel hat schon wieder Panik. Ja. Oh ja, ist jetzt hinter Tarek. So. Vielleicht fährt er ja ganz brav mit uns mit. Na? Solange Deichsel nicht wieder plötzlich stehen bleibt, Anhänger verliert oder sonst was. Ja. Das sind meine Sorgen. Ich kann ja mal einen verkehrten Knopf drücken. Nee. Biene, bitte fahr wieder hinter ihm und. Ja, Biene ist eigentlich hinter mir, ne? Ja, Biene vorhin ist rückwärts geflogen. Biene ist direkt hinter mir. Oh, Tarek hat den gerade weggeschossen. Wen? Den anderen da. Okay. Wenn du willst, überhol. Nein, bitte. Gut. Ich gehe links weg. Und, ups. Ey, hau ab. Laui, das hier wieder los. Bleib da. Ich lese sofort, was du geschrieben hast.
Was geht los, Deichsel? Ja, der Typ mich jetzt überholt hat. Mauer hat mich nicht gerannt. Ja, siehst du. Das ist gerade in der Biene. Jetzt ist er direkt hinter mir. Ich sehe ihn im Spiegel. Entweder im rechten oder im linken Spiegel sehe ich ihn. Gut. Ich glaube, das war ein Real-Life-Hooper. Oh, mein Anhänger verloren. Nee. Wann schieße ich denn von der Fahrbahn? Wisst ihr, was ich mir mit euch gut vorstellen könnte? Oh. Wenn GTA 6 da ist, dann wir das zusammen spielen. Missionen machen und Co. Also das wird garantiert dann was werden, wo wir uns alle wegschmeißen. Problem für Deichsel. PS5 nötig. Ja, hast du die PS5? Noch nicht. Ich arbeite ja aktuell dran. So. Ich habe auch keine. Ja, du hast einen Computer, da ist was anderes. Geht das bei 5 eigentlich zusammen? Weiß er dann? Nein, 5 nicht, aber auf der 6 soll es gehen. Oh. Ui, die Blitz, bitte lächeln. Hab extra nichts gesagt. Sammelfotos. Ja. Heimliche Aktfotos. Ah ja. Und dann jetzt hier. Ja, gut, dass ich links neben der Axel war. Hat schon wieder geruckt, ne? Ein ganz klein wenig. So, wo muss ich denn hier hin? Ich fahr langsam, Vorsicht. Da irgendwo rein. Ah ja, hier ist die Schranke. Oh, Alter, verpiss dich! Also bis jetzt hat er nichts gemacht. Kannst du mal wieder blockieren. Er hat sich sogar gerade bei der Ampel neben mich hingestellt. Also, ne? Aktuell würde ich sagen, alles grün. So, 2% Frachtschaden, okay. Wo hast du die hergeholt? Ja, ich bin einmal etwas blöd angetitscht. So. Das soll ich mir auch abgeben? Okay. Ja. So, wieder da. Hatte Till bis gerade mit Bruder, der fährt morgen nach London. Ja, cool. Seid ihr alle da? Nein. Nein, Biene gut. Noch nicht. Und die Engländer dreht gerade durch. Ja, das ist Tarix. Jasen, wenn du bei einem von uns im Stream bist, ne? Keep cool, fahr mit. Kein Thema, nur nicht rammen. So. Ich glaube, jetzt sind alle da. Oder, Biene, wie sieht das aus bei dir? Bin da. Gut. Na dann, nehme ich mal an. Jo, mach das. Deichsel, ein schöner langer Auftrag wieder. Yep. 9000. Mir fehlen noch knapp 9000 für die Millionen wieder. Scheiße, warum habe ich das in einen Auftrag angenommen? Hätte ich doch bloß 100 Auftrag annehmen sollen. Ja. Hast du mit Absicht dieses Ziel ausgesucht? Wieso? Was ist denn das? Ist das Springen? Wenn ich das gerade richtig gesehen habe, ja. Also wegen der Fracht? Habe ich jetzt nicht drauf geachtet? Ich habe gerade geguckt, wo es hingeht, und dann dachte ich so, ist doch wieder die Ecke. Ja, wenn und, ich habe nur Kisten hinten drauf, dann kein Anhänger. Oh oh.
Das wird ein schöner Flug. Jo. Oh. Wir wollen doch ein bisschen Spaß haben. Sicher. Sicher, sicher. Im Tiefflug einmal über die Map. Was ist los? Ich möchte mitlachen. Nein, das ist nicht lustig. Biber wollte gerade seine Palette aufladen und ich bin genau auf der Palette gefahren. Aber ich habe nicht gesehen, wo er aufladen konnte. Okay. Entschuldigung, Biber, das war nicht mit Absicht. Mit Vorsatz. Nein. Nein. Bitte Entschuldigung hier. So geht das nicht. Biene, wieder Begleitfahrzeug. Ja, ich verdiene nicht viel weniger, als wenn ich jetzt einen Anhänger dran hänge. What? Außerdem habe ich schon über 1 Million. Ja, ein Fahrzeug. 1,223. Ich habe gleich auch knapp über 1 Million. Biene, da kannst du richtig gut fliegen gleich. Ja, deswegen habe ich ja das... Ich flieg bis in die nächste Stadt. Damit, genau. Damit einmal über die Map. Springst, ne? Oh, naja, warte mal. Naja, ich bin noch am Laden. 6 Paletten. Bei Deichsel wird am Wasserfall. Na, wer weiß. Da deckst du wieder langsam dann. Nee, da kommen wir nicht mehr. So. So. Hoppa. Ja, sind nur mehr Bienen, ne? Eigentlich ja. Ja. Aber die fährt ja Begleitfahrzeug. Nein. Biene fährt hinter Deichsel. So, Abfahrt. Geht. Biene? Biene? Nein, ich bin nicht hinter ihm. Anderes Opfer. Ein Anhänger ist hinter ihm. Jasim ist hinter ihm, bei mir. Ein anderes Habt Opfer. Habt ihr den blockiert? Er hier auch rausgenommen? Ich nicht, nö. Weil bis jetzt hat er ja vernünftig. Hat er sich ja vernünftig gezeigt, deswegen. Hast denn du rausgenommen, Biene? Ja. Warum? Nur so, weil er blöd wird. Oh, warum überholt er mich rechts, der Idiot? Weil er kann. Weil du zu langsam wärst im Schaden. Aha, er hat sich aufgehängt. Miau, ich bin wieder der Bär. Weißt du, ich bin der Bär. Es ist cool, wenn man hindurchfahren kann. Nein. Ja, Chance haben sie alle. Er hat ja auch gerade in der Stadt, hätte er mich ohne Probleme abschießen können, hat er nicht. Deswegen, also, ja. Die wollen nur Deichsel abschießen. Ja, mhm. Scheint so. Und Deichsel und ihr kachelt hier alle lang, ey. 60. Ihr sagt mir nicht, ihr fahrt 60, fahrt ihr nicht. Ihr fahrt mindestens 80. Nein, 72. Ich mach Tempo vom Deichsel, also. Ja. Das ist über 70. Ja. 67. Mhm. Jetzt, vielleicht. Mensch, was willst denn du von mir? Dann fahr und fahr. Wilden, hemmungslosen Sex. So. Was? Was? Entweder geht dann Deichsel oder der andere. Ja. Ich muss weg. Also bei mir ist Yasim weit vor Deichsel. Jetzt, weil ich ihn jetzt fahren lassen habe. Ja. Und dann heißt es nachher wieder: Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man, liegen darunter verborgen und dann. Ah. So, wir haben gesungen. Ja, und Vampy ist nicht mehr da. Das wurde ja vor uns gewünscht, dass wir singen sollen. Ja. Jetzt haben wir
Einmal kurz bei einer Stunde 15 plus minus. Gut. Ja. Ah. Hallo, es gibt Gas. Nee, noch nicht. Noch muss ich 60. Genau, Biene. Biene war schon zum Fliegen, naja. Ja, Biene, die Nöte. Der Prinz. Ja, ich hab mal die Stube gegeben. Ich hab beinahe ihn reingekochelt. Unbeabsichtigt. Jo, er antwortet mir auch mit Lichthupe. So muss das sein. Ja, freundlich und gut ist. Deswegen, ich dachte auch vorhin, ihr meintet ihn, dass er gedreht hat. Das konnte ich mir ja gar nicht vorstellen, weil der selber einen Anhänger dran hatte. Ja, aber dass das Yasim ist, das wusste ich ja nicht. Einmal. Danke. Hopp. Ja. Prost, danke. Sollen wir warten los? Kenny an der Tanke. Danke. Nö, zieht durch. Wir warten hinter der Sprungschanze. Genau. Da haben wir den besten Platz zum Gucken. Ja. Achtung, es geht runter von der Autobahn. Richtig. Deichsel ist 400 Meter entfernt. Die anderen kann ich gerade nicht erkennen. Bin direkt dahinter. Großer Fehler. Von hier lang. Ich wollte eben ein bisschen Strecke auf euch gut machen. Wo ist Biene? Hier. Weit weg. Zieh durch. Rechts oder rechts fahren? Rechts fahren? Warte. Ah! Ja. Ah, das war jetzt nicht mein, Fehler. Ich bin gerade rechts rüber gefahren. Ja, sie hat es abgeschossen. Ja. Den Arm. Der kommt da. Biene, wo kommst du denn her? Von hinten? Von hinten. Von hinten. Na, Biene! Entschuldigung. Ich fahre extra rechts. Die Eier noch mal ja ganz schön rum, du. Ja. Oh, die hat irgendwie so. Die hat mich noch recht gut überholt und danach fing es das Eiern an nach der einen Kurve. Ja. Ich glaube, da ist was an der Lenkung kaputt gegangen. Das Fahrzeug wurde zu schnell und dann. Ja. Aber ich wurde geblitzt. Ich wurde geblitzt mit 130. Was machst denn du? Was ist denn das noch für ein Arschloch? Was tut denn der mich hier? Ey. Das ist ja, doch toll. Vernünftig. Ja, nee. Bisher habe ich damit kein Problem gehabt. Sorry, Biene. Ja, kein Problem, ich habe keinen. Ich springe schon mal voraus. Ey, tut euch wieder hinter mir einreihen. Nein, ich springe schon mal voraus. Du bist so langsam. Ja, wenn der mich rantut hier. Du bist trotzdem so langsam. Ich gebe schon Gas jetzt hier. Genau. Nagel das Gaspedal fest. Tempomat auf 260. Das ist schon durchgetreten. Tempomat steht bei mir auf 200. Ja, ich bin schon geflogen. Okay. Auf geht's. Über den Wolken. Ja, gucken, wie ihr das macht. Über den Wolken. Muss die Freiheit wohl grenzenlos sein? Oh oh. Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man! Gut eingepackt. Ich bin wieder auf die Straße geflogen. Ja, ist noch was. Oh, wer steht denn hier im Wege, Kenny? Ich darf das auch mal. Au, was ist das, eine Parkbank? Ja, die musst du jetzt aber deaktivieren. Okay. Wo müssen wir denn hier hin? Da. Ich bin an der Einfahrt vorbei, folgt mir nicht.
voll seitlich draufgeflogen. Nur zum Glück hat es geklappt. Ja, was, wo? Irgendwo hier hinten war das doch, oder? Ja. Hier muss ich abladen. Was? Das hat diesmal nicht so geklappt. Ah. Wow, 20% Frachtschaden. Ine, du bist 999.613. Ich brauche also nur noch 400 Flocken. Also Tourauftrag mit 300 annehmen. Zu viel. Aber es wäre doch jetzt mal Zeit für eine andere Kategorie, oder nicht? Glaubst du? Ja. Wohnwagen. Zum Beispiel. Blau hatten wir heute noch gar nicht. Blau hatten wir heute noch nicht. Wer ist blau? Die Kategorie blau. Bitte, Auto-Admin. Blau hatten wir nicht. Aber jetzt nicht blau, oder? Auto-Admin habe ich nicht drin. Entweder, war eben wieder drin gewesen bei mir. Ah. Ist wieder raus. Nur mal kurz. Da hinten ist doch blau. Ja, blau-grün zum Beispiel, da geht ja auch, oder? Ja, blau-grün geht auch. Das ist beides. Nee, du bist nicht dran. Biene, weißt du wohin? Mir nach. Biene ist dran. Ja, ja. Ich will ja nur den Weg zeigen. Ich nehme Loch im Zaun. Kennt ihr es jetzt vor? Ja. Ich wollte nur die Richtung vorgeben. Okay. Hallo, nicht abbringen. Wow. Starke Zaun. Wieso ist es wieder bei mir Nacht? Weil du es eingestellt hast. Nee, eben nicht. Guten Tag. Guten Tag. Gut eingefahren. Seitlich ja, durch den Zaun. Okay. Jetzt kommen Wohnwagen. Alle schon? Wohnmobil. Hier, warte mal, der Jasmin ist noch nicht da. Wohnmobil. Hast du gesagt Wohnmobil? Hast du schon gesagt. Und Wohnmobil. Du kannst annehmen. Aber jetzt hast du halt Wohnwagen. Wohnmobil. Ja, Wohnmobil wäre auch cool. So ein Autotransporter mit Wohnmobilen drauf. Mhm. Das wird teuer. Bienchen, Kämpfe. Nimm mein Auftrag annehmen, an. Los. Kämpfe, Biene, Kämpfe. Bist du auf dem Klo, Biene? Ja, ja, sicher. Fahrzeug wechseln! Ja. Alle Fahrzeuge. Ja. Oh. Den nehmen wir. 5 Straßen. Nehmen wir den. Ich kann mir aussuchen, was ich will. Ich krieg für jeden ich habe auf die Entfernung geguckt, anstatt auf den Preis. Oh, ich krieg überall den gleichen Preis. Coole ja, Sache. Wollte ich gerade sagen. 5, 3, 5, 6. Oh, wer steht noch so? Ne? Der ja. Steht. Machen wir doch hier 5, 6. 2,6 Tonnen Frachtgewicht. Ich jetzt wüsste, welches der richtige ist. Lass mal gucken. Der hier in der Mitte meiner. Das ist meiner. Geh weg, deiner ist rechts. Weiß ich rechts? Ja, also von. Neben mir. Rechts neben mir. Da? Nein, der andere. Das ist links. Das ist links, wo du eben warst. Nee, das ist jetzt links. Das ist meiner. Ich habe den richtigen gefunden. Ich bin gerade von der anderen Ansicht aus gewesen. Du hast den kleinen. Du musst immer Fahrsicht. Von Fahrsicht war es links. Geht's denn überhaupt hin? Ah. Mir nach. Automod. Was? Muss ich nicht hinter Biene? Ja.
Wo ist denn der Biene? Da ist aber niemand zwischen. Und ich bin letztes Dorf. Ich muss mal gerade was schauen. Ich habe hier. Düpp, düpp, düpp. Was zum Lutschen? Danke für dein Feedback. Ich hätte was zu lutschen. Eine also. Schokolade. Das Ding, ja, das war jetzt ein bisschen falsch geklungen. Mein Automod hat zugeschlagen und jemanden geblockt. Seid ihr jetzt schon vorgefahren? Was? Nee, wir warten immer noch. Ja, Biene steht schon da vorne um die Ecke. Ja, hier nur, ich habe ja da nur angehalten wegen der Nachricht vom Chat. So. Wer ist hinter Biene? Ich bin Yasim das. Schießt gerade vorbei. Achso, du bist da hinten. Alles klar, ja. Dix muss tanken. Okay, dann Abfahrt. Wir fahren zur Tankstelle. Mhm. Ja. Biene, Tankstelle. Da vorne ist eine Tankstelle. Vorne. Was sagt mein Tank? Ja, mein Tank ist voll. So. Dann geh tanken. Genau, wir warten auf dich. Ich bin noch voll. Du bist voll? Ja. Wie immer. Hallo? Wie immer blau. Aber außer Biber haben wir alle große Anhänger. Ja. Abfahrt, Biene, er ist voll. Biber hat halt einen kleinen, ne? Anhänger. Ja. Ich bin ja auch nicht so groß. Weniger Gewicht, fährt besser. Lass Yasim mal rein. Was denn? Es tut ihm leid. Tut dir leid? Dass wir warten mussten. Wahrscheinlich hätte er zwischenzeitlich tanken können. Aber alles hey, gut. Alles gut. Wenn wir zusammenfahren, da, wenn einer tanken muss, da warten wir. Ja. So, 90 Biene? 50. Wir wollen nicht. Ach so, ich habe nichts gemerkt, dass du mir reingefahren bist. Und wenn, egal, passiert. Ja. Ich glaube, das gibt ja Biene, ja. Das gibt ja Gott sei Dank keinen Frachtschaden. Jetzt fährt er vor. Da hat's geruckt, da ist wieder einer dazugekommen. Elf. Elf Leute sind mal. Und warum wartest du? War weiter. Oh, was ist los? Ja, wenn vor mir alles steht, muss ich bremsen. Können ihr meiner Bescheid sagen? Bescheid. Yasim entschuldigt sich. Sag mal, haben es hier heute alle mit mir? Wieso? Ja, ich glaube, er ist mir kurz hinten reingefahren. Nee, ich glaube, das war das Entschuldigen dafür, dass er uns gerade alle ausgebremst hat. Oh, nicht schon wieder vorbeiziehen. Das ist doch einfach. Ich fahr gemütlich mit 90, bitteschön, fahr vorbei. Ich will runterschalten. Ich will die Fracht heil anbringen, damit ich endlich meine Millionen voll habe. Die Straßen, die nicht heil Häme bringen, kriegst du so voll jetzt. Ich weiß. Ah, trotzdem. Stell dir mal vor, irgendwann kommt ein Ruf dazu, ja?
Und dann wird geguckt, wie viel Frachtbeschädigungen hast du gehabt und dementsprechend wird dein Ruf dann eingestuft. Das kommt nicht. Warum nicht? Ach. Und wenn, dann zählt halt erst ab da. Weil jetzt zählt doch nichts mit, was du für eine Beschädigung oder so hast. Eben. Dann würde das höchstens ab da erst funktionieren. Ich fahr Tempomat, Strich 90. Jetzt weißt du, warum ich den kleineren Anhänger fahre. Ich weiß nicht, wo er ist. Ja, der hat eben gewartet und ins Bus gefahren. Oh, Unfall! Wo bist denn du schon wieder? Biene, was machst du denn? Ich hab zu viel gelenkt, deswegen. Heide Witzka. Dann lassen wir sie mal vorbeifahren. Von wo kommt sie? Gegenverkehr. Gegenverkehr. Alles klar. Geisterfahrerin! Gut, weiter geht's. Lieber Abfahrt. Tempomat wieder auf 90 festnageln. Füße aufs Armaturenbrett legen und chillen. Biene schon wieder 200 Meter entfernt. Ei. Rechts ab. Grab noch. Taps. Foto. Was? Also Foto? Melch Bongo Gaff. Okay. Was sagt Melch Bongo Gaff? Ja, vor uns 2000 Meter. Ach so, der da. Ja. Was sagt der? Weiß ich doch nicht. Ich dachte, der hätte bei dir in den Stream reingeschrieben. Herrlich. Ich dachte echt, der hätte jetzt bei dir in den Stream reingeschrieben. Das ist schon mit 100 Tür rumheizen, dass du hinterherkommst. 80, um aufzuholen. Ich war bei 130. Sind ja schon da. Oh ja. Ja. Ups. Bin rumgeeiert. Oh, 2% Frachtschaden noch. Ist ja gut. Null. Geht. 0% Frachtschaden. Ja, was los? 0% Frachtschaden. Glückwunsch, Kenny, für deine nächste Million. Danke. Tatex, was ist los? 1.005.309. Mach's gut. Alles klar, Tarex. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao. Genau. War cool. Ja. Biber ist dran. Richtig. Ja. Richtig. Dann fahr mal los, Biber. Nee, wir gehen nach links. Wir beamen uns links rüber. Okay. Wir beamen uns nach links, sagt er.
Blau-Grün. Ja. Gut. Okay. Ich bin an der falschen Stelle gespawnt, aber halb so wild. Hey, Moment. Ich muss hier irgendwie rüber. Geizel, Biber. Ich komme. Ich meine sich auf dem Firmengelände. Jenny ist da, Biene braucht noch. Ja. So. Bin ich mal gespannt, womit Biber jetzt um die Ecke kommt. Ja, sehen Sie, was wir heute in den Schatten war? Ja, da rät's. Ein LKW mit Autos. Richtig. Wer will denn sowas? Biene ist da. Genau, wir können loslegen. Ja. Mhm. Ja. Ja. Seid ihr alle da? Yeah. Oh. Mal schauen. Alle da. Juhu. Juhu. Oh. Ja. Na, was war heute noch nicht? Ja. Ja. Nein. Ja. Nein, sagst du. Warum sagst du einfach nein? Wenn ich ja sage. Mann. Genau deswegen. Dirk. Geh weg. Wer ist denn deine Spur? Jenny. Geh weg. Scheiße, komm hoch. Er ist noch hochgekommen. Er hat noch hochgekriegt. Ja, ich weiß, Dirk, weil das kann. Hochgekommen. Yasin. Kenny, die andere Seite ist zum Anhängen da. Ich weiß. Ich dachte, ich könnte dich noch ärgern. Nö. Oh, in Braun diesmal. Ach, ja. du hast ja Pingi abgelegt, sehe ich gerade. Auch schon gemerkt. Jo. Jetzt ist er kacki. Jetzt ist er kacki. Ja. Nein, Brownie, genau. Brownie. Dasselbe. Dann fahren wir mal hinter Brownie her. Ja, aber sagt mir wieder nicht, wo es lang geht. Ja, mir auch nicht. Fahr einfach mal. Warte. Ach, Biene, du willst heute keine Autos laden? Nee. Wo sind wir denn? Da sind wir. Ich würde sagen, okay. Rechts, links, rechts. Was? Geradeaus. Mhm. Nein, links. Links rausfahren. Also ich würde sagen, rechts rausfahren. Nicht zum Kreisverkehr hin. Kreisverkehr? Ich fahre mal vor. Wenn wir links rumfahren, fahren wir nach unten und dann kommen wir auf. Oh ja, Dirk. Ey, Dirk hat einen guten Spruch losgemacht. Bist du braun? Ich fahre vor. Ich fahre vor. Ich würde sagen, hier lang.
Also, ja, ja, ist ja, eine totale Umweg. Die es gehört hat, ne? Ja, dann fahren wir da oben rum. Frauen, ja. Oh, also, ey, das macht den Geist. Du willst nur längere Strecke fahren. Hallo. Mhm. Mensch. Kenny, ohne Navi, komplett aufgeschmissen. Nö. Vorne an der Kreuzung würde ich links fahren, da kannst du aber auch rechts fahren, weil ich würde am Anfang auf die Autobahn gehen. Beiden Kinder wieder. Ja. Mach's gut, Dirk. Links. Schön, dass du trotzdem reingeguckt hast. Wo bist du denn? Ich bin hinter dir. Bieg links ab. Ich will aber nicht da links rumfahren. Das ist doch ganz. Wir fahren rechts rum. Ja, dann fahren wir rechts rum. Boah, wir sind Kinder wieder. Ich fahr links rum, um dir zu zeigen, dass der Weg schneller wäre. Okay, wem fahren wir rum? Ihr habt die freie Wahl. Und mir geht schneller. Fahr mal links. Okay, da fährst du rechts, da fahr ich einen Kenny hinterher, mal sehen, was da passiert. Aber mal. Weil wie sieht's kein Navi an? Weil das Navi denkt, wir stehen noch da hinten. Jetzt habe ich ein Navi. Ja, Wahnsinn. Aber das Navi sagt, fahr in die andere Richtung. Richtig. So, aber ich gehe jetzt hier vorne auf die Autobahn. Jetzt habe ich ein Navi, wir hätten hier rechts fahren müssen. Ja, ja, ich sag ja, ich gehe hier auf die Autobahn und dann stimmt der Fall. Ja, du musst aber immer auf der Autobahn fahren. Ja. Tu ich doch gerade. Da war so ein Pinguin im Weg. Was? Ihr seid garantiert nicht mit 50 durch die City. Nein. Guck mal, was Karte. 600 Meter vor uns. Ja, ja, die sind ja, weil ich kürzer gefahren bin. Ihr seid, wir fahren einen riesen Bogen. Die sind nicht mit 50 durch die City gefahren, deswegen. Ich habe noch angehalten und auf die Karte geguckt zwischendurch. Ja. So viel dazu. Also. Er hat auch noch auf mich gewartet. Weil du bist jetzt nach links rum und dann oben hoch und dann auf die Autobahn. Ich bin rechts rum und dann direkt hoch zur Autobahn. Na ja. Du bist einen großen Bogen gefahren. Aber guck mal, die sind keine 600 Meter vor uns. Jetzt sind wir. Gleich wieder. Das sind nur 300 Meter. Und daher, dass die ja eh rasen, also... Ja, rasen wir. Nee. Ganz gemütlich. Was sagt euer Tempomat oder euer Tempo? 60. Sechs. Was? 60. 86. Achso, okay. 60. Die 8 vergessen. Die 8 vergessen, ja. 860. Ja, die fahren 16, die haben nur die erste 1 vergessen. Ne? Also ihr müsstet da, wo wir auf die Autobahn gefahren seid, kurz danach auch vorbeigekommen sein. Lieber ist schon wieder 430 Meter entfernt. Und dann sagt er mir, der fährt nur knappe 80, 85, ja, ja. Ich zimmer hier mit 90 konstant. Ah, ein bisschen aufholen, die sind 500 Meter vor uns. Bei mir steht was mit einer 8. Ja. Was ist der 8. Gang? Ich bin der 8. Gang, ich bin im 10. Jetzt darf nur keiner entgegenkommen. Nee. Ich fahr gerade im Gegenverkehr. Weil du gerade so geruckt hast, dass ich dich fast schon wieder überholt habe. Und im nächsten Moment warst du vorne. Der Axel fährt ja 140. Und vielleicht nicht mehr. Naja, ich bin bei 120 aktuell. Mit dem LKW. Halt, aber die Kurve mit 140, das war jetzt... Jo. Aber nicht gegen Baum gefahren. Gegen was? Gegen Baum. Alter, wenn man so einem Baum immer näher kam. Wow! Ich habe ein Problem. Wieso? Bei mir ist die Straße gerade oben unten gewesen.
Toto? Ja. Okay, ich auch. Bleib bei 90. Warum wird das gegen Ende immer so eine Raserei, ey? Weil wir alles schnell machen wollen. Ist dann schneller 9 Uhr, oder? Ja. Irgendwie kommt mir das hier bekannt vor. Nee. Doch. Es gibt wieder Springschanze, oder? Ich weiß nicht. Außerdem heißt das Sprungschanze. Springschanze. Waren wir zu schnell? Nein. Kenny ist nur einen Kilometer hinter uns. Ja, ich hatte ja gerade das Problem, dass oben unten und unten oben war. Warum auch immer? Ja. Muss den Fernseher umdrehen. Nein. Nein, ich bin an der Bande entlang und war eigentlich schon hinter diesem kleinen Durchgang. Und im nächsten Moment nicht mehr. Und dann hat es mir vorne die Nase runter und den Rest ausgehebelt nach oben. Und dadurch habe ich mich gerade überschlagen. Aber so richtig schön in Zeitlupe. Und dann war plötzlich oben unten und unten oben. Und dann bin ich ganz langsam über die Seite wieder zurückgerollt. Zwischeninfos, gibt keine Sprungschanze. Nee, das war, wir hätten mal eh eine vorher runterfahren. Nach dem Blitzer runter. Hättet ihr rechts fahren müssen, ja, und ihr seid links. Ja. Ach ja, ich bin gut. Genau. Immer da durch oder bleibst du hängen? Ich hab versucht, hier ein paar Autos wegzuschieben. Ja, ich hab's gesehen. Was macht ihr da? Der will nicht auf Seite. Müssen wir die Laterne weghauen. Ah. Durch mich hindurch. Durch mich hindurch. Ich hab grad Autoreifen in meinem Gesicht. Ups, was ist denn da? Noch mehr, noch mehr, noch mehr. Hier wieder einen Antrag auf, einen Auftrag an. Minus 3% Frachtschaden. Ja, ich guck mal, welche es hier gibt. So, lass mal schauen. So, erstmal mich gerade orientieren. Da sind wir. Haut's ab. Ich bin mir zu viel hier. Ja, sie will es nicht spielen. Da war das, oder? Ja, ich meine schon. Nein. Ah, Biene Lust auf einen Brownie. Nee, danke. Keine Hunger. Ein bisschen aus wie Kack, Brownie. Das verdünnte Cola. Ich fahre nochmal neu rein. Für neue Aufträge. Wir haben ja noch eine Stunde. Das ist er. Den nehme ich an.
kotzen. Ah, kurzen. Einen kurzen, ja. Einen kurzen. Mit Sprungschanze. Genau, eine Sprungschanzeneinlage zum Abschluss. Deswegen musste ich gerade nochmal rausfahren, weil gerade hatte ich keinen. Scheiße, ich bin draußen. Ich auch zum Glück. Nee, alles gut, alles gut. Den nehmen wir. So, ich stelle mich hier schon mal an die Ausfahrt vom Hafengebiet. Wieder Eistee in der Dose, Biene? Ja, frisch gekühlt. Eistee in der Dose? Gekühlt. Ja. Okay. Kennst du es nicht? Nope. Eistee frisch gekühlt. Fährt nur noch Biene und dann können wir losmachen. Warte los, ich bin da. Jo, dann ist da, geht's. Okay. Ich schmeiß den Motor an. Ey, hörst du jetzt einen Uff? Uff, 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 uff. Bitte lächeln. Was? Auf dem kurzen Stück? Ja, mit 58. Vergiss es, mein Freundchen, du Arschloch! Ey, was haben denn die heute alle mit mir? Es kannst nervt. Nicht sagen. Es nervt langsam. So, ich versuch's jetzt mal in der Third Person da zu springen. Oh, verpiss dich! Oh, was ist denn das nur vor Vollpfosten? Und... Jubi! Und ich komm... Und... Yeah! Der titscht da. Und da kommt Biber. Auch über den LKW drüber. Also ja, so mehr oder weniger. Biene auch. Ja. Oh, das ist gar kein LKW. Ja, er meinte mich. Ach so. Ne, ja. Und den weißen LKW, der da steht. Nö, da war keiner bei mir. Der war weg. Ich biege links ab. Ich auch. Ah, herrlich. Und ruf hier. Den Schrank hier nehmen wir mit als Erinnerung. Und... Da drüben ist der Pizzaladen, da treffen wir uns am Parkplatz. Alles klar. Mal eben gucken, welchen Pizzaladen. Ach, hier den meinte. Kebab, wo wir am Anfang immer uns getroffen haben. Ja.
Es gibt Kebab. Ja, ich gebe eine Runde oder aus. Oder Pizza. Ich gebe eine Runde aus. Mit allen, nicht scharf. Kräutersoße. Joghurtsoße. Oder Joghurt. Keiner stellt sich zu Deichsel. Das ist jetzt nicht dein Ernst, Biene. Da wollte ich rein. Los, raus da. Ich mich jetzt. Gut, da muss der halt weg. Ja, das ist okay. Eiskalt. Was schiebt denn da mich weg? Na gut, Leute, wie ihr wisst, wir machen das ja bei Trucks and Logistik immer so, 2 Touren, ne, für jeden. Wenn ihr bei uns mit im Stream seid, könnt ihr euch melden und dann können wir euch mit in die Touren einplanen. Dann geht die Folge halt was länger. So, muss ich sagen, ist für heute wieder Schluss. Und da bleibt mir nur eins zu sagen, YouTube, ihr wisst, wie es funktioniert, bewerten, kommentieren, abonnieren. Deichsel, Biber, Biene, es war schön mit euch. Und zum Schluss kann ich nur noch eins sagen, wer hat an der Uhr gedreht? Morgen wieder einschalten. Ich habe gedreht. Morgen gibt es den Bus-Simulator 2018. Wir gucken, dass wir weiter vorankommen. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao.